Hallo, grüße euch ganz herzlich wie immer aus Paraguay. Mein Name ist Pitt und heute haben wir ein super Thema. Es geht wie immer ums Geld. Bleibt dran. Also wir haben schon ein paar Mal über das Geld gesprochen, aber wirklich jetzt ist ganz extrem. Ich weiß nicht, wie ihr darüber nachdenkt, aber ich kenne noch die Zeiten, wo das Sparbuch, also wirklich dem Deutschen das liebste Kind war. Und ich denke, es ist immer noch. Oder was glaubt ihr? Man sagt da zwar immer wieder, alte Liebe rostet nicht. Also bezogen auf das Sparbuch. Das mag sein, aber liebe Leute, bitte nicht dahinter verstecken, du auch nicht dahinter. Mittlerweile, die Rendite bei einem Sparbuch liegen bei, jetzt bitte genau zuhören, bei 0,01%. Ja, aufs Jahr gerechnet. Und wenn ihr nochmal einfach dagegen rechnet, eine Inflationsrate von, nehmen wir mal an, knappen 2%, wo ich der Meinung bin, dass es etwas höher liegt. Aber lassen wir bei den 2%, da zeige ich euch gleich, wie eure Kalkulation aussieht. Okay? Okay, also wir gehen von der Anlagesumme von nur 5.000 Euro aus, Anlagezeitraum ein Jahr bei einer Inflationsrate von 2%. So, da könnt ihr nämlich ganz gut sehen, dass aus eurem 5.000 Euro nur 4.900 Euro geworden sind nach einem Jahr. Also 100 Euro sind weg. Da sagt man Sparbuch, nein, danke. Schön und gut, Pitt, sagen ja viele. Aber was soll ich denn machen? Ja, ganz einfach. Ich habe euch früher gesagt, ich habe in meinem Leben immer in Immobilien bzw. Grundstücke investiert. Ganz easy, ganz einfach. Man sollte nur sich umstellen und natürlich nicht da investieren, wo es schon sowieso viel zu teuer ist. Deshalb wahrscheinlich alle von euch oder die meisten von euch sagen sich, Pitt, ja, was soll ich denn? Ich habe ja nur 10.000 Euro. Immobilien und 10.000 Euro, da kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Ja doch, und eben an diesem Punkt sollt ihr etwas arbeiten, okay? Und da liegt wahrscheinlich das größte Problem bei euch. Ja, dass jeder von euch erstmal, wenn ihr an die Enkel denkt, also wir sind schon in diesem Alter über 60, da denkt man, wofür soll ich denn investieren? Ja, eben für die Enkel. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin zu alt zum Auswandern, ja, was soll ich denn damit? Bin schon 60, 70, 65, wie auch immer. Wieso machst du nicht was Gutes und kaufst Grundstück als Wertanlage eben für deine Enkel? Das haben sehr viele schon bei uns getan und sind mehr als zufrieden. Also, wie wird ihr im Prinzip vom Sparer zum Investor? Ha, und das noch in eurem Alter. Ja, ganz einfach. Also einfach mal, nehmen wir mal an, die 10.000 oder 11.000 Euro, nehmen wir auch Nebenkosten, einfach investieren für Grundstücke, Baugrundstücke. Die erste Möglichkeit, investiert in ein städtisches Grundstück, wo der Wertzuwachs sicherlich in den nächsten Jahren höher sein wird. Oder die zweite Möglichkeit, investiert in ein Grundstück etwas außerhalb von der Stadt, wo der Wertzuwachs etwas niedriger oder etwas langsamer sein wird, aber dadurch bekommt ihr die dreifache Menge an Quadratmeter. Falls ihr Interesse habt, einfach anrufen, anschreiben, Bescheid geben und sich einfach melden. Lasst uns doch einfach euer Geld nicht verfallen.
Das Geld in 10 Jahren, nimm mal, die 10.000 Euro in 10 Jahren, die sind futsch, fort, weg. Weg sind die. Da seht ihr nichts mehr davon und eure Enkel so oder so nicht mehr. Also bleibt einfach dran, schreibt uns an, schreibt, welche Möglichkeit habt ihr, und ich persönlich gebe euch die besten Ratschläge. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal und wie gesagt, einfach den Kanal abonnieren und beim nächsten Video kommen wir etwas detaillierter auf die Bedürfnisse jeden anderen an. Okay, also Links, die weiteren Videos zum Anschauen. Bleibt einfach dran, abonniert den Kanal, Likes nach oben und immer mit Köpfchen voran. Immer dran denken, um euer Geld nicht zu verlieren. Okay, bis dann, mach's gut, danke für eure Zeit. Ciao, ciao.